Zwischen FIFA und mir ist das ja so eine Art kleine Hassliebe. Das Spiel bindet einem häufig einen Bären auf, wie man so schön sagt. Nervt einen, hat Bugs und sonstiges, aber ich komme nicht so wirklich davon los und muss es immer und immer wieder spielen und spiele es ja auch gerne kompetitiv. Nun ist für FIFA 14 ein neuer Modus erschienen, und zwar ein Modus vorbereitend zur WM. Ja, da gibt es dieses Spiel zur WM, was aber scheinbar mittlerweile auch EA gemerkt hat, dass das nicht so cool ist, dass man da für 60 Tacken so ein schlechtes Spiel verbreitet und verkauft. Ich habe dazu mit meinem Bruder auch schon eine Runde gespielt. Werde ich hier unten noch verlinken. Und dementsprechend haben sie jetzt für das ultimative Team, Ultimate Team in FIFA 14 einen neuen Modus hinzugefügt, der der WM naheliegen soll. Ich bin jetzt hier direkt drin, springe hier ein bisschen rum und kann mir eines der 32 Teams auswählen, die bei der WM mitspielen. Schön in den Gruppen auch unterteilt und ich kann ein Land zum Unterstützen wählen. Ich habe gerade noch mal kurz nachgelesen, ob das jetzt große Auswirkungen darauf hat, ob ich welche Spieler ich kriege oder sonst irgendwas. Nein, es ist wohl so, dass ich Logo und Trikot bekomme und deswegen bin ich mal nicht so unkreativ und nehme Deutschland, sondern die zweite Mannschaft, die ich unterstützen werde, nämlich Japan. Ja, ich möchte wirklich Japan unterstützen. So komisch es sich anhört, ihr liebes FIFA. So, und jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin, wie gesagt, starte den Modus gerade zum ersten Mal. Konntet ihr daran sehen, dass ich ein Team zum Unterstützen wählen musste? Und ich glaube, jetzt werden mir direkt meine Anfangsspieler geliefert. Ist das meine Anfangself? Nee. Teamchemie. Jetzt wird mir das alles erstmal erklärt. Was auch schon bei Ultimate Team mir erklärt wurde. Also die Nationalitäten. Es ist wichtig, dass die Spieler auf der richtigen Position für sie spielen. Es ist wichtig, welche Nationalität sie haben. Genau. Und Konföderation ist hier jetzt auch wichtig. Das heißt, die Europäischen verstehen sich besser untereinander als Südamerikaner und Afrikaner beispielsweise. Ist das mein Anfangsteam? Nee. Das ist nicht euer Ernst. Okay, das ist mein Anfangsteam. Ich sehe, Roman Neustädter. Der ist ja gar nicht dabei. Okay, ich fühle mich gerade ein bisschen, schon mal direkt am Anfang so ein bisschen verarscht. Das ist genau das Richtige. Ich weiß direkt, dass ich bei FIFA zu Hause bin. Die Mannschaft ist ja auch vollkommen falsch aufgestellt. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich stelle jetzt erstmal meine Mannschaft richtig auf. Hier Marcelo habe ich, das ist natürlich ein guter Spieler. Hier habe ich Oscar, auch ein guter Spieler, der aber eigentlich ZOM ist und also zentraler Offensiver und kein linker Mittelfeldspieler. Ich wechsle direkt mal meine Formation auf das von mir so heiß geliebte 4-2-3-1, wenn ich es finde. Ich weiß aber gar nicht, ob ich dafür wiederum die Spieler habe, aber ich mache es jetzt erstmal. Wo habe ich es denn? 4-2-3-1 und zwar diese Art von 4-2-3-1 nehme ich mal mit. Genau. Okay. Da packe ich den Oscar mal direkt in die Mitte, weil das ist ja schon ein ordentlicher Spieler. Kann man nicht anders sagen. Okay. Im Tor habe ich Jules César von Brasilien. Nehme ich den nochmal. Raul Meireles, der darf durchaus spielen. Statt Nocerino. 75er. Ziemlich wenig für ihn eigentlich. Sami Nasri habe ich, der ja nicht bei der WM dabei sein darf, wegen seiner Eskapaden. Den stelle ich dennoch mal bei mir auf. Was habe ich denn hier noch auf der Bank sitzen? Nichts Ordentliches. Dann muss Nocerino hier ins Offensive. Griechen habe ich noch. Ach, das ist natürlich Fetfazidis. Habe ich einen Stürmer? Ich habe Suazo von Honduras. Dann nehme ich den noch mal. Stell den vorne rein. Also der Rechtsverteidiger ist ja der absolute Endwitz. Naja, habe ich einen Verteidiger noch? Zuma. Da muss der außen spielen. Nee. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Der darf innen spielen, der Zuma. Und der Chilene muss nach außen. Boah, ist das eine Kackmannschaft. Brahimi kenne ich gar nicht. Und auch geil, dass ich vier Torhüter am Anfang habe. Ach, Mitchell Langerak. Warum habe ich vier Torhüter am Anfang? Das ist ja der komplette Schwachsinn. Naja, ich bin jetzt nicht so besonders zufrieden mit meiner Mannschaft, aber ich habe sie jetzt erstmal einmal aufgestellt. 76 habe ich in der Bewertung. Muss ich jetzt erst ein Spiel damit machen? Wie läuft es? Aha, okay. Ich kann jetzt
Das ist meine Mannschaft. Turnierstatistik zuweisende Trikots. Sets ansehen. Ich glaube, man bekommt am Anfang als nette Dreingabe vom EA ein Set. Vielleicht ändert sich damit für mich jetzt auch wieder alles. Habe ich davon eins gratis? Oder soll ich dafür jetzt 5000 Münzen berappen? Nee, Leute. Ich kaufe mir doch jetzt kein FIFA-WM Standard-Set für 5000 Münzen. Was soll denn das? Ich dachte, ich bekomme hier was umsonst. Nichts bekommt man umsonst bei EA. FIFA Points, was ist das hier? Ach, das ist ein. Das ist einfach ein Banner hier unten. Ich kann da nicht mal draufklicken. Was soll das denn? Mannschaften. Zuweisendes Trikots, okay. Mache ich das auch nochmal? Ich spiele schon hier mit meinem Heimtrikot. Alles gut. Wahnsinn, ey. Man kann wieder nichts machen in diesen Menüs. Es gibt Menüs und man kann nichts darin machen. Ich spiele jetzt dennoch mal Online-Turnier direkt. Gucken, was sich hier hinter verbirgt. Meine Gruppe. Ganz fantastisch. Und das ist jetzt meine Mannschaft, Japan. Mit keinem Spieler von Japan, glaube ich. Und ich spiele gegen Deutschland. Geil, diese Animation auch hier. Ich spiele in einem Heimtrikot von Japan. Teammanagement muss ich nicht machen. Mal gucken, was hier passiert. Ach, das ist jetzt erstmal so Gruppenphase. Ja, ich bin natürlich der FC Germania als Japan. Es wird immer sinnvoller hier. Ich sehe jetzt meinen Gegner und der hat offenbar eine ganz gute Mannschaft am Start. Hat er sich ein Set gekauft? Vielleicht soll ich mir später auch nochmal ein schönes Set kaufen, um dann da ein bisschen Glück zu haben. Ich dachte eigentlich, es gibt eins umsonst von FIFA zum Reinkommen. Scheinbar nicht der Fall. Egal. Jetzt geht's also ins Spiel. Meine Mannschaft ist komplett zusammengewürfelt, habt ihr ja gesehen. Ich habe auch noch Spieler dabei, die gar nicht bei der WM mitspielen. Wäre vielleicht eigentlich sinnvoller gewesen, die ein bisschen auszusortieren, die nicht dabei sind. Aber okay, das Spiel müsste ja nicht so wie FIFA WM sein. Also wie FIFA 14 WM, dieses lächerliche Beigabespiel, sondern genau wie FIFA 14 sich spielen. Mal gucken. Und genauso fühlt es sich auch am Anfang natürlich an. Also ich bin hier immer noch bei FIFA 14. Finde ich auch gut so. Contreras. Ja, okay. Das war eigentlich. Habe ich nicht damit gerechnet, dass Saminas so klein ist. Wer ist denn dieser Contreras überhaupt? Ist das mein Außenverteidiger? Oscar! Spiel doch rüber! Oh, Rock Rewind ist mein Gegner. Oscar ist auch mein Kapitän. In jungen Jahren schon Kapitän der japanischen Nationalmannschaft ohne Japaner. So macht man das. Das ist mein Außenverteidiger, rennt viel zu viel mit nach vorne. Dabei ist er eigentlich Innenverteidiger und sollte nicht wirklich Offensivqualitäten haben. Was war das denn? Da schießt er aus 12 Metern drauf mit Marchisio in Deutschland-Trikot. Sieht auch lächerlich aus. Also dieser Contreras, man merkt, dass der Innenverteidiger ist. Und ich weiß nicht, warum er da vorne läuft, aber er kann auch nicht gut passen. Und Stärke 64 trifft auf jeden Fall zu. Das ist eine Schwachstelle im Team, auf jeden Fall. Muss ich so schnell wie möglich Philipp Lahm kaufen. Ach, Raúl Meireles, das darf dir doch nicht passieren. Ja, ich spiele auch mit den meisten dieser Spieler zum ersten Mal. Marcelo habe ich sicher schon mal mit Real Madrid mitgespielt. Aber ansonsten sind das jetzt nicht meine Favoritenspieler. Kenne die auch nicht aus dem Karrieremodus oder irgendwie sowas. Roman Neustädter würde ich da auch nie kaufen. So, Mascherino über rechts. Gut gespielt auf diesen Contreras, der ein Aktivposten in meinem Team ist. Leider ist er das, muss ich sagen. Kriegt den Ball da auch nicht ordentlich kontrolliert. Und diesen Suazo hier kenne ich auch nicht. Wobei, da er das gut gemacht hat und er gutes Tempo hat, habe ich eben gesehen. Ich kenne den. Hat er nicht. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal bei der letzten WM bei Honduras auch dabei, wenn ich nicht irre. Von daher kennt man den noch und der wurde da als deren bester Spieler gehandelt. Aber so viel hat man davon nicht gesehen. Kann man schon mal besser schießen, Raúl Meireles. Bin ich jetzt enttäuscht. Rock Rewind. Muss Marcelo doch aus dem. Ja, okay, hat er nicht gut abgeschlossen.
Roman Neustädter guckt hier ganz hinten rum, um das Spiel aufzubauen. Dabei ist er wirklich nicht der beste Passgeber. Mascherino ist leider auch kein Außenspieler. Aber ich musste die Außen ja irgendwie besetzen. Er hat ein paar sehr gute Ansätze, kann ich nicht anders sagen. Jetzt würde er den nochmal reinbringen. Aber Julio César ist zumindest einer in meinem Team, der was drauf hat. Also die Brasilianer in meinem Team, ne? Da habe ich ja drei von. Julio César, Marcelo und Oscar. Die können was. Das sind auch meine besten Spieler. So, also kann er flanken. Ja, aber Sami Nasri in der Mitte ist halt einfach keiner, der diese Bälle gut abnehmen kann. Ach, das war nichts. Habe ich den zu schwach gespielt in Richtung Nocerino? Muss da einer rauskommen aus der Verteidigung, um den abzufangen. Marcelo, Mann! Jetzt geht Belkalem raus. Ja, abgedrängt und zum Abstoß. Zuma. Und Reyes. Ja, ich komme mit den Spielern noch nicht klar, das merke ich. Ich muss mich erstmal ein bisschen auf die einschießen. Kapieren, was die können, was sie nicht können. Und das, was sie nicht können, ist zurzeit mehr. Das war ein schöner Pass. Ach komm, so, also den musst du reinmachen. Also Oscar ist schon auch vom Spielerischen her, nicht nur von den Werten her, fühlt er sich wie mein bester Spieler an, gar keine Frage. Und Raúl Meireles fühlt sich so an wie ein 8er, nie im Leben wie ein 80er, sondern gerade eher wie so ein 48er, wie der Iraner, den ich im Team habe. Ah, das war nix. Der Suazo ist, glaube ich, auch nicht der größte Passgeber, Flankengeber, alles Mögliche, sondern eher schnell. Abschlussstark war er jetzt auch nicht, aber 91 Tempo habe ich eben gesehen und da müsste ich mehr mitmachen eigentlich. Oscar! Ja, Oscar ist jetzt auch eigentlich nicht der beste Torschütze. Mal gucken. Marcelo bei der Ecke. Ecken könnte ich auch besser schlagen. Marcelo müsste das eigentlich gut drauf haben. Nocerino und das ist Suazo. Boah, da klärt er. Vollkommen humorlos. Zuma, gut gemacht. Der übersprintet den Contreras einfach bei mir. Egal, ganz gut gelöst. Was war das? Abseits oder was? Scheint so. Okay. Ja, ihr merkt, es ist noch viel Stückwerk bei mir. Ich krieg die Mannschaft noch nicht so gebacken. Jetzt aber mal Sami Nasri ins Spiel gebracht. Und der muss doch was drauf haben hier. Muss er den doch übersprinten. Aber Scheer kann ihn einfach so ablaufen. Schweizer Innenverteidiger. Marcelo, aber das ist Fabian Johnson hier, der US-Amerikaner, der einfach schneller ist als Marcelo. Komm doch hinterher, Mensch! Konnte ich jetzt relativ leicht abfangen. Roman Neustädter und direkt auf Suazo. Jetzt muss Suazo laufen. Lauf, Suazo! Und jetzt habe ich eigentlich eine... Och, da kommt der nicht. 91 Tempo soll der haben. Wo ist das Tempo denn? Och, die einfachsten Pässe. Jetzt kriege ich aber einen Freistoß. Ich weiß gerade nicht wofür. Egal, ich nehme ihn natürlich mit. Oh, die Pässe auf Suazo kommen auch gar nicht an. Na, ja, das habe ich mich jetzt schlecht schön ausspielen lassen. Das war ganz schlecht von mir. Wow, okay. André Martins. Ich muss gerade zu meinem Bedauern gestehen, dass ich nicht mal weiß, welche Nation André Martins ist. Aber das war ein sehr, sehr schöner Schuss. Gar keine Frage. Oscar, Raúl Meireles und Nocerino. Ja, es klappt nicht viel, es klappt nicht viel. Ich bin sehr unzufrieden. Och, da rennt ihr euch gegenseitig um. So, Oscar, das ist leider abseits. Scheiße! Ich hoffe, dass ich in der Hälfte 2 ein bisschen mehr bieten kann. Besser auf das Team klarkomme. Da war gute Pässe drin hier. Auch die langen Pässe funktionieren sehr gut bei ihm. Belkalem, den darfst du nicht vorbeilassen. Mein Gott, so eine Scheiße. Und den Siegen hier trifft er auch noch. Beides in der 45. Minute wieder, die hier scheinbar ewig lang dauert.
Jetzt bin ich langsam genervt. Vielleicht doch nicht die richtige Formation. Auch doch nicht die richtigen Spieler vor allem, ey. Wie Nocerino sich da den Ball abnehmen lässt, Dreck. Okay, 2-0 zur Halbzeitpause gegen mich. Beide Tore in der 45. Ich fand jetzt eigentlich nicht, dass mein Gegner besser war als ich. Aber da auch, von wo er da drauf schießen kann und Julio César keine Chance hat im Tor. 4-6 Schüsse. Ist er ein bisschen überlegen? Ich weiß es nicht. Rock Rewind macht mich hier direkt mal fertig in meinem ersten Spiel. In der Gruppenphase. So, Nasri jetzt. Und schön. Ach komm, ey. Der Suazo, der kann keine Pässe spielen, scheinbar. Muss ich mal mit Nasri versuchen. Sollte ich eigentlich auf Neustädter spielen? Gutes. Ja, schönes Ding. Da bin ich wieder dran. Suazo holt sich direkt den Ball. Weiter geht's. Ich habe hier noch eine Aufgabe zu erledigen. Ich habe gerade eben ja... Oh! Komm, zieh durch! Oh, da habe ich gedacht, da könnte ich einen Doppelschlag setzen. Eben gesehen, dass dieser Turniermodus online scheinbar so funktioniert, wie dass man die normale WM durchspielt. Also erstmal habe ich Gruppenphase, das wird dann 3 Spiele sein. Und danach werde ich nur noch auf Gegner treffen können, die auch schon im Achtelfinale sind. Und dann ist halt das Ziel, möglichst weit zu kommen, schätze ich mal. Am besten den Titel halt zu holen. Wenn man rausfliegt, muss man wieder bei der Gruppenphase anfangen. Schätze ich. Weiß ich nicht genau, aber würde so für mich Sinn ergeben. Ich bin aber besser im Spiel, so grundsätzlich. Ja, da hätte ich warten müssen. Das war nichts. Das war dumm von mir. Oh, nee. Der Pass darf nicht funktionieren. Der funktioniert nicht. Sehr gut. Und Oscar. Und jetzt lauf doch! Mann! Und bringen. Schlechte Flanke! Schlechte Flanke! Ah, der Spieler kann nichts anderes als laufen und schießen kann er auch recht gut. Das ist natürlich echt nicht schön mit so einem Spieler dann. Alleine ganz vorne drin, weiß ich nicht, ob ich damit gut klarkommen kann. Ja, es war wieder abseits. Aber vorher hat der Vorteil angezeigt. Und dann pfeift er mir aber nicht den Freistoß, sondern pfeift das abseits. Das kann nicht sein. Dummes FIFA. Och, komm ey. Leute, spielt den Ball hinten raus. So, und jetzt laufen. Und laufen. Da hat er mich wieder umgetreten unten. Steht relativ offen. Relativ hoch. Och. Marcelo und Nasri ist eigentlich eine geile linke Seite, aber... Bisher noch nicht bei mir. Jetzt Nasri mal durch. Kann er gut flanken? Kannst du was so köpfen? Nein. Ach, aus Raúl Mereyes wieder, ne? Da ist ja Neustädter noch besser bei mir im defensiven Mittelfeld. So, Oscar. Auf den vertraue ich. Der kann was. Jetzt gehe ich durch mit ihm. Oscar! Schön gespielt und der ist drin. 2-2. Das war ganz viel Oscar. Der ist ein guter. Den behalte ich. So, und da steht es auch wieder 2-2. Für alle, die gedacht haben, ich wäre platt nach dem 2-0. So einfach geht das hier nicht bei mir. So, Nocerino. Mit Glück der Ball so. Oh, er kann den Ball schlecht kontrollieren. Leider nur. Den hat er mir direkt in die Füße gespielt und... Guter Ball. Komm, komm. Ne, hat er gut den Keeper rausgeholt. Was macht er jetzt? Das ist ja total bescheuert. Und nein, nein. Och, wie dämlich von mir. Ich hätte drüber spielen sollen oder lupfen, aber das war leider dämlich. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat überhaupt. Jetzt versucht er hier alleine durchzugehen, aber das klappt dann doch nicht. Gib mir den Ball, lass mich den Freistoß ausführen, Mann. Neustädter. Und Raúl Mereyes ins Spiel gebracht. Gut auf Oscar. Der kann's. Der hat die Ballkontrolle. Er kann diese ganzen Spielereien machen. Raúl Mereyes. Mein Gott. Der regt mich auf, der Junge. Komm, Marcelo. Komm. Zieh doch mal durch. Ist der Pass gut? Nee, Nasri ist zu langsam dafür. Mit dem Keeper macht er immer gerne ein bisschen Scheiße. Och, Neustädter. Ja.
Da ist wieder Raúl Marrés. Oscar müsste da hinten durchziehen. Warum zieht er da nicht durch? Raúl Marrés lässt sich so leicht den Ball abnehmen. Der kotzt mich an, dieser Spieler. Ach nee. Nee, nee, nee. Nee, so machen wir es dir auch nicht einfach. So einfach nicht. Und direkt starten. Starte doch. Starte. Die Pässe sind es gerade nicht. Er läuft jetzt gerne durch, habe ich gemerkt. Da kommt er bei mir aber nicht allzu weit mit. So, ich bringe den Ball nochmal raus, weil ich... Ach, weil da Raúl Marrés steht. Na, dann muss es ja gut werden. Das ist so zum Kotzen mit diesem Spieler. Ich weiß nicht, wen ich sonst noch im defensiven Mittelfeld irgendwie auf Bank habe oder sonstiges. Aber Raúl Marrés, damit tut man mir hier schon was an, muss ich sagen. Den habe ich mich jetzt natürlich auch eingeschossen, aber ich glaube auch nicht zu Unrecht. So, guter Ball von Nasri. Nimm ihn doch mit. Nimm ihn gut mit. Und jetzt eine gute Reingabe. Oscar! Jawohl! Da ist das 3-2. Oscar macht das sehr, sehr gut. Ein sehr wichtiger Spieler. Sehr guter Mann. Und diesmal hat Suazo ja auch eine gute Flanke hinbekommen. Ich bin jetzt zufrieden. Stell jetzt mal von offensiv auf defensiv. Jetzt muss nicht wieder mein Innenverteidiger, der hier Rechtsverteidiger spielt, mit nach vorne laufen oder so ein Spaß. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt mal gut hinten raus kombinieren, hoffentlich. Das hat ja ganz großartig wieder funktioniert. Sami Nasri. Ach, Nocerino, ey. Der kann aber auch nicht viel. Jetzt nimm ihn doch. So, gut von Belkalem. Oscar bringt den Ball gut nach vorne. Auf den kann ich mich verlassen. Schön gespielt. Und jetzt Nocerino mit Platz. Was macht er draus? Gegenspieler kommt näher und näher. Und Nocerino versagt. Immerhin Eckball. Guter Eckball. Och, wo köpft er denn hin? Das sah sehr komisch aus. Oh, schlechte Ballkontrolle. Aber gerettet. Oma Neustädter, guter Ball auf Nasri. Lauf doch durch und hol... Also der könnte auch ein bisschen schneller sein. Den muss ich haben. Nocerino und direkt in die Gasse hinein. Ach, eigentlich gut gespielt, aber so war so. Hat er dann doch die Schnelligkeit nicht für mit 91. Komisch. Das war ein Verzweiflungsgrätsche, weil der Spieler eh nichts... Nein, nein! Gib mir doch den Spieler! Oh, danke Julio Cesar, den hast du gerettet. Puh. Und jetzt den Eckball verteidigen. Ist deiner Julio Cesar. Gutes Ding. Nicht schießen lassen. Auch mal Ecke. Jetzt schwimme ich hier nochmal. Das war die ganze Zeit nicht nötig. Aber immer zum Ende der Halbzeiten, da hat er seine Hochzeit. Was ist das für ein Eckball? Den fand ich ja sehr spannend und sehr schlecht geklärt. Wer war das? Bestimmt Raúl Marrés. Hat er nochmal eine Chance? Den wirft er mir in die Beine und den kläre ich mit Oscar. Zum, ich wollte gerade sagen Ende, aber nein! Schießt er nochmal? Oh! Ey, wenn der jetzt noch reingefallen wäre. Okay, ich habe mein erstes Gruppenspiel gewonnen. FC Germania heiße ich übrigens, weil ich nur mit Deutschen, weil ich mir eine deutsche Mannschaft zusammengesucht habe im normalen Ultimate Team und die nennt man dann halt, naja, ich hätte sie auch Deutschland nennen können, aber gut. Jetzt bin ich FC Germania mit Japan. So, also, toll gespielt, toll gespielt. Zwei Tore, eine Vorlage, da kann ich eigentlich wirklich nicht so viel meckern. Oscar war aber mein bester und wichtigster Mann, gar keine Frage. Ja, das war meine erste Runde. Hier bekommt man ganz normal die Münzen, die man auch bei dem normalen Ultimate Team bekommt. Ich kann mir jetzt überlegen, ob ich Bock habe, so ein bisschen hier WM zu spielen, dann meine Münzen, die ich auch habe, hier reinzustecken. Ich habe gar nicht geguckt, ob es wieder Verträge gibt. Also normalerweise ist es ja so, dass man die Spieler mit Verträgen halten muss und wenn die keine Verträge mehr haben, können sie nicht mehr spielen. Und da muss man neue Verträge kaufen, dass es so ein bisschen technische Komponente gibt. Das scheint es hier nicht zu geben, wenn ich das richtig sehe. Normalerweise ist es doch, Vertrag steht es doch, fair. Also alle haben noch 44 Spiele Vertrag. Wenn ich jetzt neue Spieler kaufen will in dem Shop hier, gibt es eigentlich einen Transfermarkt? Ne, es gibt noch keinen Transfermarkt, vielleicht kommt der noch hinzu, vielleicht nicht. Dann könnte man sich eben gezielt die Spieler kaufen, wie ich würde mir beispielsweise Honda kaufen. Kann man scheinbar nicht, sondern es gibt erstmal nur Sets.
Kann ich mir überlegen, ob ich jetzt hier meine Kohle reinstecken will und das hier ein bisschen intensiver spielen will. Sieht jetzt ehrlich gesagt ganz cool aus, wenn meine Mannschaft nicht am Anfang so beschissen gewesen. Bei dem normalen Ultimate Team Modus gibt es halt nur die Möglichkeit, sich innerhalb von 10 Ligen, 10 Saisons immer weiter hochzuspielen. Und naja, das ist halt ehrlich gesagt nicht wirklich ergiebig. Dementsprechend macht mir dieser Modus vielleicht mehr Spaß. Ich stecke hier meine Kohle ein bisschen rein, auch zur WM. Ja, auf jeden Fall, da es kostenlos war, eine bessere Variante von EA, so ein bisschen Kredit wieder zurückzugewinnen nach diesem unfassbar schlechten WM 2014. Geschichte, die sie sich da ausgedacht haben. Ihr wart dabei, wie ich mein Team konstituiert habe, beziehungsweise wie es mir vom EA von FIFA vorgegeben wurde. Habt mein erstes Spiel gesehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt Einblicke bekommen in diesen neuen Modus. Habt jetzt vielleicht wieder Blut geleckt und spielt FIFA 14 und werdet euch in keinem Fall FIFA 14 WM kaufen. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und sage auf bald.